Und damit, ach, hätten wir schon noch länger mal mit dem abgelegt. Und damit herzlich willkommen hier im 3D-Spiel. Und wir haben was vergessen, fällt mir gerade. Ist mir jetzt im Dings eingefallen, im Ladebildschirm. Wir haben vergessen, tatsächlich, es hört sich jetzt blöd an, ist aber so. Die sind aber wirklich mit allen aufgetreten, mit Robben, mit Lewandowski, mit Götze, Alaba, Lahm. Hier waren Youngster mit drinne, Bartschuber, Benatia, Boateng, also alles, was Rang und Name hat, ist hier im Erfurter Steigerwaldstadion angetreten. Na gut. Mehr wollte ich gar nicht machen. Wir gehen rein ins Spiel. Hier sollte das eine Niederlage werden, wovon ich jetzt mal ausgehen werde stark. Hier ist es auch kein Problem. Es ist Klos, Bartstube natürlich da. Robben auf Lewandowski. Nochmal auf Robben. Passe, klasse Passspiel hier. Klos, 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 Fabian Klos. Und auch wieder das alte Lino bei Bayern im Tor. Stimmt, wir haben ja, glaube ich, neuer verkauft. Okay. Robert Lewandowski. Mary bleibt da schön dran. Gut. Und das ausverkaufte Steigerwaldstadion. Hier. Heide Witzka. Schon Spiel Nummer 3 in der neuen Saison. Folge Nummer 3. Spiel Nummer 1 hier in der neuen Saison. Müller jetzt auf Lewandowski. Mary kämpft sich daran. Lewandowski, aber Philipp Klemin, der uns ja aller Wahrscheinlichkeit verlassen wird. Wohin wissen wir noch nicht ganz. Nur, dass es geschehen wird. Jetzt hier. Na, wurde ein bisschen gestört dann. Ich gönne mal ein Stückchen Schützchen derzeit. Gucken wir uns ein bisschen an hier. Okay. Also Fazit bis jetzt, wir machen das ganz gut. Der hätte vielleicht abgeben sollen, Kevin. Was soll's, aber wir machen uns bis jetzt hier, dafür, dass es Bayern sind und mit Starbesetzung. Jetzt Müller. Lewandowski nicht im Tor. Oha, Jerome Boateng, David Alaba, Parker geht da schön mit. Ich kann den Namen nicht aussprechen, da muss ich mir was einfallen lassen. Na, 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 na. Die Einlaufhymne hat man, wer es erkannt hat. Das ist der Anfang vom Intro Dragon Ball Z. Du wirst unbesiegbar sein. Ich glaube, das ist das dritte Intro. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Kevin, das war nicht so solide. Fand ich ganz passend. Fand ich cool. So, Klos. Auf. Ich muss ihn umbenennen. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie umbenennen. Unseren Spitznamen geben. Das kann ich nie und nimmer aussprechen. Mary. Das ist gut. Macht eine solide Partie. Fitzem. Fitzum. Arjen Robben. Arjen Robben. Jetzt will ich Pass auf Robert Lewandowski. Zimmermann geht mit dran. Mit abgeschüttelt. Müller ist da, wird gelegt. Ja, es gibt Freistoß. Gefährliche Situation jetzt hier. Ist das Alaba, der da steht? Jawohl, ist er. Philipp Klemin. Torben. Okay. Wir werden nichtsdestotrotz auch hier durchwechseln. In der zweiten Halbzeit. Das kennt ihr ja bei mir in Freundschaftsspielen. Dass ich da wirklich so fern wie möglich alle Positionen durchwechseln möchte, dass jeder Einsatzzeit bekommt, dass jeder warm wird. Die 20.000 sind hier da jetzt auch, oder kommt er nicht hinterher, aber Klemin passt auf, fängt den Ball ab von Arjen Robben,
Möwald vor Götze am Ball. Klos setzt sich das schön durch gegen Bad Schuber. Jetzt bin ich wird da gelegt. Wird aber nicht als Freistoß deklariert. Schade. Die Maus mal weg tun hier. Oder. Ja, Bayern hat jetzt natürlich Kontrolle übernommen. Robert Lewandowski. Oh, ist verletzt. Aber etwas harte Grätsche. Wer kommt dafür jetzt ins Spiel? Kugler sagt mir gar nichts. Also für die Noten hier ein bisschen übertrieben. Aber wir wissen ja, FM, das ist immer so eine Sache. Kugler nur 58, okay. Die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Na gut, wer rechnet auch mit sowas? Keiner. Die hätten den wahrscheinlich beim Stand von 4:0 dann mal in der 70. Minute gebracht, um ihn ein bisschen einzuzeigen. Na, was machst du, Parker? Jetzt geht er ran. Schön. Auf Klos, Fabian. Jetzt lauf. Und schließ nicht so früh ab. Was hab ich denn gerade gesagt, mein Junge? Junge! Simon geht da schön an. Die neue Innenverteidigung gefällt mir bisher sehr gut. Klos. Der läuft. Lauf doch mal zwei, drei Schritte weiter. Und dann kannst du ganz gemütlich reinschieben, mein Junge. Die Bombe. Ja, gut gedacht. Gegen Bayern nicht ausreichend gut gemacht. Jetzt oder rennt natürlich Robben hinterher. Keine Chance jetzt Kugler. Gegen Mary Kugler setzt sich da durch, aber Klemin. Ja, ganz ruhig. Parker. Kevin Möwald. Ja. Halbzeit. 0:0. Kann ich mit leben. Kann ich sehr gut mitleben. Und wir wechseln durch. Das geht. Mary sah ich stärker, als sie hier abgebildet wird, wenn ich ehrlich sein darf. Aber gut, was soll's. Oder, ja, weil die Fitness, habe ich jetzt geguckt. Heisinger für Marx. Libombe. Jau jetzt für Libombe oder für... Ich nehme mal für Parker rein. Ganz einfach erst ein klein wenig frischer noch. Halimi für Kevin. Und hier für Klos. Er hat mir noch weniger gefallen als der andere. Muss natürlich wieder hier reingehen. Steve nimmt sich jetzt ihn vor. Du nimmst dich ihn vor. Und Preisinger. Siehst du, da wollte ich eigentlich gucken. Naja. Wir spielen mal nicht mit Abseitsfall, das bringt nämlich gar nichts gegen die Bayern. Sondern eher mit Konterspiel. Und nehmen jetzt mal durch die Sturmtank niemanden. Okay. Halbzeitpause. Lass uns genauso weiterspielen. Das passt. Bin ich zufrieden mit. Hier mal ein bisschen motivieren. Ihn mal loben. Motivieren. Motivieren. Das ist noch hier einen ausgewechselten Spieler. Können wir auch mal motivieren. Teamwork ist auf 11 Runden. Das sind viele junge Spieler. Das dürfte aber bald kommen. Deswegen machen wir auch die Freundschaftsspiele. Das soll nicht das Problem sein. So, du musst jetzt nicht jeden einzelnen, nicht jede einzelne Auswechslung zeigen, Mario. Steve, ja, Steve hat seinen da. Oh, schön! Ah, oh, war doch abseits. Ja, waren beide abseits. Okay, schade. Na, was soll jetzt? Er hat ihn durchgelassen.
habe ich jetzt gar nicht auf das. Er jetzt im Abseits zwar habe ich gesehen, aber bei unserem neuen aus Bremen nicht. Ne, wo kam der her? Ich habe gar nicht. Ich jetzt nicht. Weil ich den Namen nicht aussprechen kann, er hier. Da muss ich mir dann echt einen Spitznamen ausdenken. Das wird nichts. Ayrob Kendall. Kendall, schön gemacht! Von unserem Nachwuchsstar hier. Überzeugt mich mehr als Bergi. Oh, Kugler Klevin ist am Ball. Auf Posten, wie auch immer man das sagen möchte. Preising setzt sich da auch gut durch. Leno spielt Neuer. Halimi, Halimi. Hätte es einfach einen Aufsetzer nehmen können. Jawohl! Ja! Gegen die Super Bayern hier! Ach, ist das schön! Ist das schön! Kugler setzt sich jetzt so. Oh, Müller! Komplett frei! Aber wir haben einen Philipp Klevin im Kasten. 77 ist brutal stark. Preisinger, weiter Ball jetzt nach vorne. Ja, den wird Leno haben. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sollte mir das Ergebnis irgendwie verwalten können. Wäre natürlich klasse, aber jetzt wird Bayern wütende Angriffe nach vorne setzen. Götze, der Weltmeisterschütze, schön rausgehauen. Ah, nicht so souverän der Pass. Halimi. Schön drüber gehüpft. Schön. Ah, nicht toll. Der letzte Ball da nach vorne immer ein bisschen kritisch. Freistoß. Ja, gut. Kann man geben. Muss man nicht. Wenn man schon kitschen. Super. Diese Fighten, das finde ich richtig klasse. Müller soll rausgenommen werden, okay. Kendall passt gut auf. Auch gut Ballername. Ja, Götze passt auch auf. Preisinger muss da ein Schritt schneller da sein. Steve passt wieder auf. Oh, er macht jetzt eine super Runde. Lahm wird gestört. Halimi. Auf unseren ja, skandinavischen Freund. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich ihn sogar umbenennen. Ich würde gerne Egon nennen. Weil erst mit Skandinavien. Mit Skandinavien verbinde ich Olsenbande. Mächtig gewaltig. Was soll ich jetzt nur anderes sagen? Das ist meine Argumentation. Auch wenn es nicht passt. Roberto Firmino geholt aus Hoffenheim. Jetzt für. Okay. Ich muss vielleicht auch Preisinger mal hier freistellen. Er ist wahrlich nicht der geeignete Spielmacher. Das passt nicht. Preisinger war viel zu jung für. Und Torben Marx, okay, der hat Erfahrung. Ja, schön. Schön, lauf, lauf. Ah, na gut. Jetzt Roberto Firmino. Gegen Fitzum. Roberto Firmino ist viel zu schnell dann für ihn. Und da Fitzum dann weggeht. Oh. Zander. Halimi, der Beste. Der wird natürlich jetzt mehr Einsätze bekommen, das dürfte Absatz gewesen sein, aber gar nicht rankommen ist, passt das, Libombe. Bist du blass bis jetzt, Libombe. Ah, ich wusste, was er vorhatte, aber da ist keiner mitgelaufen. Diao, die kommen aus Dortmund, Diao mit dem 2:0!
Ach, Tim heißt es. Immer Tim. Aber die Torhymne kommt irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Ach Mensch. Aha! Klasse. Super. Firmino jetzt. Und wieder raus. Halimi ist auch da. Bayerns wütende Angriffe. Ist klar. Levin hat ihn. Jawohl. Steve am Ball. Firmino kommt nicht rechtzeitig an. Die Bombe jetzt auf Halimi, der mit dem weiten Ball. Aber Leno ist da. Jetzt sind natürlich aufgerückt die Bayern. Das ist klar. Kugler. Jetzt fehlt denen ein Robert Lewandowski als Goalgetter. Kugler trotzdem. Und Levin ist da. Kemdel klärt dann ruhig sogar. Finde ich klasse. Lahm wird auch ausgewechselt. Lukowski ist gegen Philipp Lahm. Der begeht nochmal einen Foul. Letzte Aktion. Und ein Bastian Schweinsteiger kommt rein. Zwei bayerische Urgesteine. Die Real Life beim Schweinsteiger. Der zu Manchester gewechselt. Thiago. Kugler. Steve. Ah, jetzt ist er vernaschen vom jungen Kugler. Aber. Was ist denn das ein Spiel? Was ist denn das für ein Spiel? Leute, ich feiere das. Wir gewinnen gegen den FC Bayern mit 2:0 im Freundschaftsspiel hier vor 20.000 Mann im Erfurter Steigerwaldstadion. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder normal. Saison. Vorbereitung, Trainingslager. Bis dahin, euer Robert. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.